Mädels und Jungs. Wir sind heute im Außenbereich von Wien unterwegs. Auch zum Beispiel Schrotthändler und der Hafen zu finden ist. Und ich habe mir jetzt da die Zulassungsstatistik angesehen und den Führerschein Neuzugänge. In Österreich werden die Motorradfahrer alt oder älter. Es ist so, dass zwar die Zulassungsstatistik immer mehr Zuwachs von Zweirädern verzeichnet, die Führerschein-Neuzugänge aber von fast 8000 auf ca. 3500 gesunken sind. Und man sich eigentlich Sorgen machen muss, ob in Zukunft in Österreich eigentlich weiterhin noch Zweirad gefahren wird. Wird es sicher, aber es hat den Anschein, als ob die Zweiradgemeinde überaltern würde. Das heißt, älter wird und somit ein aussterbender Bestandteil wird. Der liebe Nette will abbiegen. Aber wie es halt üblich ist, es geht halt nicht immer. Die Einradgemeinde wird halt immer weniger. Und wenn man sich die Führerschein-Ausbildungen anschaut, beziehungsweise die Führerschein-Absolventen, das ist ein hoher Bestandteil von der vierrädrigen Gemeinde, wird hier bestritten und nur ein kleiner Teil wird mit der einspurigen Gemeinde bestritten. Und das gibt einen doch zu denken. Einige befreundete Clubs haben auch schon Bedenken geäußert, weil es bezüglich dem Nachwuchs und nachfolgenden Bikern eigentlich Probleme gibt, nicht weil sie sich nicht in die Gemeinschaft einfinden wollen, sondern weil einfach viel weniger Motorradfahrer nachkommen und meistens handelt es sich schon um Biker, die schon lange Zeit unterwegs sind. Wirklich junge Personen ist in Österreich die einrädrige oder die einspurige Fortbewegung, also die zweirädrige Fortbewegung, immer mehr im Hintertreffen. Auch in Zeiten, wo eigentlich der Benzinpreis immer weiter nach oben geht und die einspurige Fortbewegung eigentlich die günstigste Alternative wäre, auch jetzt, wo zumindest zwei Drittel von Wien aus Kurzparkzone besteht. Und die Bezirke zum Beispiel 1 bis 9 und der Bezirk 20 von 9 bis 22 Uhr Kurzparkzone haben.
Schon alleine aus diesem Grund fahren jetzt viele mit einspurigen Kraftfahrzeugen. Aber es ist nicht so, dass jetzt viele einen einspurigen Führerschein machen, sondern es ist so, dass die meisten einfach den A-Führerschein hatten, also den einspurigen, und jetzt einfach ein einspuriges Kraftfahrzeug sich zulegen und somit den einspurigen Verkehr umsteigen können in der Stadt. Wir nehmen einen anderen Weg. Das ist etwas, was uns doch einspurigen Fahrern zu denken gibt, gerade in der heutigen Zeit, wo in Wien immer über Parkplatznot diskutiert wird, wo darüber diskutiert wird, dass der Benzin noch immer zu billig ist, wo es jetzt mit dem Parkpickerl die größten Diskussionen gibt, warum man das eingeführt hat in großen Teilen Wiens und warum man eigentlich die Einführung demnächst vielleicht sogar flächendeckend macht. Und die Diskussion geht in diese Richtung aus dem Grund, weil doch viele aus der Umgebung in Wien arbeiten und nicht auf ihr Fahrzeug verzichten möchten, obwohl sie eine öffentliche Anbindung hätten. Beziehungsweise viele natürlich aufs Auto angewiesen sind und nach Wien fahren müssen, weil sie keine öffentliche Anbindung haben. Und diese Personen finden dann natürlich keinen Parkplatz. Ein großer Teil ist aber auch nicht bereit, von ihrem mehrspurigen Kraftfahrzeug auf ein einspuriges umzusteigen. Und damit den täglichen Weg zur oder von der Arbeit zu bestreiten. Und was natürlich nicht nur neben einer Stauvermeidung und den Problematiken, dass man keinen Parkplatz suchen muss, auch noch den Vorteil hat, dass sie einspurigen Roller oder einspurigen Fahrzeuge ja auch meistens verbrauchsärmer sind als irgendwelche Pkw. Die Zulassungsstatistik ist zwar ganz leicht gestiegen, die Führerschein-Neuzugänge sind aber gesunken und somit ist eine Tendenz, die sich abzeichnet, dass zurzeit vieles vom einspurigen Kraftfahrzeug weggeht, immer mehr zum mehrspurigen und das einspurige Kraftfahrzeug als teilweise oder größtenteils nur als eine Notlösung oft belächelt wird, beziehungsweise nicht als vollwertige Option gesehen wird. Und die Auswirkungen merken dann einige Clubs und Fahrgemeinschaften, indem die Teilnehmer oder die Personen, die bei diesen Ausfahrten, Fahrgemeinschaften, Clubs und so weiter machen, dann nicht mehr die jüngste Generation sind. Und somit ist vielleicht auch verständlich zum Teil, warum viele einspurige Messen, also die Motorradmesse oder sonst irgendetwas, zum Teil auch immer kleiner werden. Die Zulassungsstatistik, die gestiegen ist, ist ja eigentlich nur mehr darauf zurückzuführen, dass viele
in der Jugend oder mit 18 Jahren neben dem Autoführerschein auch den Motorrad gemacht haben und längere Zeit oder lange Zeit sogar gar nicht gefahren sind und jetzt irgendwie oder meistens notgezwungen umsteigen. Aber im Endeffekt sind das nicht wirklich die richtigen oder die Biker, die es immer gegeben hat, sondern das sind immer Biker, die das eigentlich aus der Not heraus machen und dann auch relativ wenig Erfahrung oder sonst irgendwas besitzen und in der Unfallstatistik natürlich dementsprechend anders aufscheinen. Wir fahren jetzt gleich wieder unter der Südosttangente durch und sind auf dem Weg in die Stadt hinein.